Ja, hallo, ist hier der Drolaf aus der wunderschönen Provinz Uthai Thani. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge von Mein Leben in Thailand. Ihr habt richtig gehört, Uthai Thani und nicht Chainat, denn ich befinde mich in der Nachbarprovinz. Eigentlich wollte ich euch ja den Vogelpark von Chainat zeigen. Leider ist er vorübergehend geschlossen. Deswegen zeige ich euch jetzt den bekannten Tempel Wat Thasung. Wat Thasung ist einer der größten Tempelanlagen von ganz Thailand. Ja, als erstes möchte ich euch den gläsernen Tempel zeigen. Für mich der schönste Tempel dieser großen Anlage. Ja, wenn ihr den gläsernen Tempel besuchen möchtet, dann müsst ihr die Öffnungszeiten beachten. Er hat nicht den ganzen Tag geöffnet. Hier seht ihr es, von 9 Uhr bis 11.45 Uhr und jemals von 14 Uhr bis 16 Uhr ist die Anlage geöffnet. Die anderen Tempel kann man den ganzen Tag anschauen. Auch hier das übliche, der übliche Check, Temperaturmessung. Da musste man noch QR-Code einlesen oder alternativ dazu kann man die Adresse ausfüllen. Jetzt gehen wir aber rein. Wahnsinn. Jedes Mal wunderschön. Wenn man das sieht, da verschlägt einem fast die Sprache. Schaut euch das an. Die ganzen Kronleuchter, die Säulen mit so gläsernen Mosaikplättchen versehen. So Wahnsinn. Prunkvoll wie ein Königspalast. Ja, hinter diesen dicken Glasscheiben ist nicht etwa ein Denkmal zu Ehren des verstorbenen Königs errichtet worden, sondern da oben in dem Türmchen, das spiegelt es halt ein bisschen, ist der mumifizierte Körper eines verehrten Abtes, welcher hier in dieser Tempelanlage gelebt hat. Und ihm zu Ehren haben sie dieses ganze Gebilde hier gebaut. Und so sah der Abt aus. Muss eine sehr bedeutende Persönlichkeit gewesen sein, wenn man so was Prunkvolles zu jedem von ihnen hier hinstellt. Wie in jeder Tempelanlage Spendenboxen. Auch der verstorbene König hier mit einem Bild verehrt. Ganze an der Decke spiegelt.
ja, wenn man gerne was Gutes tun möchte. Also Thailand ist ein Tambun. Hat hier so verschiedene Gegenstände. Zum Beispiel so ein kleines Blumengesteck, das kann man für 100 Baht nicht nehmen etwas, sondern 100 Baht zahlen, bekommt man das. Dann kann man sich hinsetzen und sich was Gutes wünschen für die Zukunft. Man kann aber auch größere Sachen hier nehmen, wie das zum Beispiel hier. Diese Schale mit diesem goldenen Kissen würde jetzt 2000 Baht kosten. Dann kann man das hier bezahlen, nimmt dann das Kissen und betet auch. Und am Schluss muss man das natürlich wieder zurückbringen, das darf man nicht nach Hause nehmen. Hier in diesen Schalen hat es Münzen drin. Kann man jetzt auch wieder auswählen, will man für 20 Baht was nehmen. Oder 100 Baht oder 200 Baht. Diese Münzen werden nachher hier in diese Behälter reingesteckt. Auch so langsam, sogar die Omas überholen mich. Ja, die ganze Tempelanlage ist ziemlich riesig. Man kann von Tempel zu Tempel mit dem eigenen Fahrzeug fahren. Man kann so ein Tuk-Tuk mieten oder wie ihr im Hintergrund seht, mit so einem kleinen Bus fahren. Allerdings fahren die nur am Wochenende. Ich laufe am liebsten, weil so sieht man am meisten. Das, was ihr jetzt hier seht, ist nur ein ganz kleiner Teil dieser riesigen Anlage. In der Anlage gehören auch mehrere Schulen, auch öffentliche Schulen, also nicht nur Tempelschulen. Riesiges Grundstück. Auch hier sehr schön. Die Thailänder sind richtige Deko-Künstler oder Deko-Weltmeister. Das ist natürlich nicht alles echt, ein Teil davon ist auch Plastik, aber bei den Blumen sieht alles ziemlich echt aus. Hier wäre auch noch ein Gebäude gewesen, wo man anschauen kann, allerdings hat es auch hier Öffnungszeiten. Hier wäre ein schönes Gebäude, eine riesige Buddha-Statue. Ja, ich hätte euch auch gerne dieses Gebäude noch von innen gezeigt, denn da hat es eine interessante Edelsteinsammlung und auch uralte Bücher kann man da anschauen. Weil das ist zurzeit geschlossen, also das hat es von 9 Uhr bis 10.30 Uhr ist es geöffnet und von 13 Uhr bis 16 Uhr. In diesem großen, langgezogenen Gebäude leben Klosterschüler. Da wird auch seit Jahren umgebaut. Das ist nur eines von vielen Gebäuden. Auch hier der weiße Tempel, wunderschön. An dem wird auch seit Jahren gebaut, ist leider immer noch nicht fertig. Ich dachte mir jetzt wirklich, jetzt bin ich 2 Jahre nicht mehr hier gewesen, das wäre fertig, aber mal beim nächsten Mal schauen. Ja, und bereits vor mir seht ihr ein weiteres Highlight dieser riesigen Tempelanlage, der goldene Tempel. Und ein Lichtverhältnis ist jetzt nicht optimal, die Sonne steht direkt über mir, aber ich möchte es euch trotzdem zeigen. Auch
immer wieder mal so Nebengebäude. So prunkvoll, man könnte meinen, dass hier der König lebt. So, dann gehen wir ins Innere des Tempels. Wieder sehr imposant. Ist kleiner als der gläserne Tempel, trotzdem sehr imposant. Der wird auch schon seit Jahren gebaut. Sehe ich gerade diese Kronleuchter, sind neu dazugekommen. Da hinten sieht man immer noch ein Baugerüst, immer noch nicht fertig mit Bauen. Nur schon diese Türen anschaut. Diese Kronleuchter und die Deckenverzierung, Wahnsinn. Und auch hier mit diesen Säulen, Schnitzereien, dazwischen noch kleine Mosaiksteinchen. Ja, die ganze Tempelanlage ist mit so einer Mauer umgeben. Und oben hat es überall diese Buddha-Statuen, also es müssen Hunderte, wenn nicht Tausende von solchen Statuen sein, weil die Anlage ist ja so riesig. Auch eins meiner Lieblingsmotive als Foto, wenn hier so durch diese Haupttüre geht, der weiße Tempel direkt vorne. Ich bin wieder wie immer der Einzige, welcher da zu Fuß unterwegs ist. Die Thais benutzen da lieber ihr Fahrzeug oder ein Tuk-Tuk. Aber es ist angenehm zum Laufen. Es weht noch ein frischer Wind, oder ein angenehmer Wind besser gesagt. So kein Problem, ein paar Meter zu gehen. Herrlich, wie ruhig das ist. Hier noch was für alle, welche Blumen lieben. Wunderschön, Bougainville, verschiedenen Farben zusammen, richtiges Farbenmeer. Ja, ich habe jetzt bereits den Parkplatz wieder erreicht, also den Hauptparkplatz. Der liegt vor dem gläsernen Tempel. Wenn ihr das Ganze auch zu Fuß machen möchtet, vom gläsernen Tempel bis zum goldenen Tempel, läuft man so 10-15 Minuten. Also kein Problem. Jetzt möchte ich euch noch andere Teile dieser Tempelanlage zeigen. Die befinden sich am Fluss. Da nehme ich aber mein Auto, um dorthin zu fahren. Man könnte schon auch laufen, es wäre noch mal so 2 Kilometer, aber es ist schon ziemlich warm geworden. Deswegen fahren wir dorthin. Ja, nach knapp 2-minütiger Autofahrt, nächster Teil der Tempelanlage erreicht. So der Tempelwächter. Ja,
wenn man sich für den Buddhismus interessiert, beziehungsweise gerne so Tempelanlagen anschaut, da muss man wirklich ein paar Stunden Zeit auf sich nehmen, wenn man alles anschauen möchte. Es gibt so viel Schönes zu sehen. Noch eine uralte Glocke. Wunderschöne Wandmalerei. Ich bin jetzt hier nicht etwa an der Beach gelandet. Mal schauen, ob man nicht geduscht wird. Das ist noch witzig. Mönch im Motorboot. Zum Glück saß ich nicht auf der Bank oben, sonst wäre jetzt meine Kamera nass. Ich denke mal, der Mönch hat Spaß daran, ein bisschen mit dem Boot rumzukurven. Ich weiß nicht, was er damit macht, ob er da die Algen entfernen will oder ein bisschen mehr Sauerstoff in den Fluss bringen will. Sieht jedenfalls spannend aus. Oder will einfach nur die Leute abspritzen. Ja, von hier aus kann man übrigens eine 45-minütige Bootstour unternehmen. Kostet 50 Baht. Das Schiff fährt allerdings nur, wenn mindestens 10 Personen an Bord sind. Als wir mit unseren Gästen mal gefahren sind, da war kein Mensch hier außer uns. Da haben wir einfach die 500 Bar bezahlt und quasi eine Privatfahrt gehabt. Ich werde die Bootstour ein anderes Mal unternehmen. Ich habe ein bisschen wenig Zeit heute. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Er fährt hier auf den Sakekang und dann später fährt in den Chao Phraya River rein. Ja, wenn ihr mal hierher kommt, nur für eine Bootstour, dann empfiehlt es sich, hier anzurufen, ob das Schiff auch wirklich fährt. Wir sind auch schon mal mit Gästen hierher gekommen und das Schiff war nicht hier. Ja, hier schlägt natürlich jedes Anglerherz höher. So viele Fische. Aber leider ist es nicht gestattet, in der Nähe von Tempelanlage zu angeln. Wahnsinn. Meistens sind Welse. Kann man hier Fischfutter kaufen oder auch Brot oder Bananenstückchen. Die Fische sind so zahm, die kann man sogar berühren. Nach der ganzen Lauferei mal eine Pause einlegen, eine Cola trinken. Bier gibt es dann wieder zu Hause, in der Tempelanlage kann man kein Bier trinken. Ja, würde man mit dem Schiff jetzt in diese Richtung fahren, da würde man nach ein paar Kilometern zur Provinzhauptstadt von Uthai Thani, die heißt ebenfalls Uthai Thani, kommen. Dieses hölzerne Gebäude sieht nicht nur alt aus, es ist auch alt. Bis vor einigen Jahren stand es noch ebenerdig hier. Später wurde es dann mit einem großen Aufwand mit Hilfe von hydraulischen Pressen angehoben und dann auf diese Säulen gesetzt. Ich denke mir mal wegen dem Hochwasserschutz, denn hier muss man immer wieder mal mit Hochwasser rechnen. Ja, wenn ihr mehr Infos zum Wat Ta Sung oder anderen Tempelanlagen in unserer Region haben möchtet,
so klickt doch auf meine private Webseite bazing.com oder meinen privaten Blog meinlebenintailand.com. Den Link zu diesen beiden Webseiten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ja, das war jetzt ein kleiner Rundgang durch die riesige Anlage des Tempels Wat Tasung in Uthaitani. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Damit ihr keines meiner Videos verpasst, abonniert meinen Kanal, drückt unten auf die Glocke, bleibt gesund. Bis bald, euer Olaf.